Wunderblume. So heißt die dritte Stadt, die wir hier gegründet haben auf dem Planeten Pandora. Im 22. Jahrhundert sind wir ein kleines bisschen in der Zukunft und ihr seid mit dabei hier bei diesem Let's Play von Pandora First Contact. Das soll unsere Produktionsstadt werden. Die haben wir hier gegründet neben den Xenitblumen, die uns einen deftigen Bonus von 50% auf die städtische Produktion geben. Bewacht wird die Stadt von einem Kolonialsoldaten und einer Garnison. Noch leichte Truppen. Hier in der Nähe, da sind schon diverse Alien-Einheiten, die Bestienmonster, die der Planet geboren hat. So werden diese Tiere wahrscheinlich wahrgenommen von den Bürgern unserer Städte, die Angst vor ihnen haben. Sie selber nehmen sich wahrscheinlich als ganz friedliebend und als harmlos wahr, diese Tiere, falls sie überhaupt ein Ich-Bewusstsein haben, und nehmen als Aggressoren, als Eindringlinge uns wahr. Wir, die wir geflohen sind oder hierher gereist sind, aus dem zerrütteten, von Krisen geschüttelten Planeten Erde in einer langen, langen Reise auf Raumfähren hierhin nach Pandora. Das ist die dritte Stadt, das ist Wunderblume, und hier weiter im Süden, hier ist zum einen unsere Startstadt, das ist der göttliche Shi, so heißt die Stadt mittlerweile, benannt nach unserem Herrscher Shi, und den strahlenden Stahl. Das ist die andere Stadt. Das wird eine Mineralienstadt werden. Aus Mineralien wird ja die Produktion gewonnen. Und das hier, das soll eine Forschungsstadt werden. Und ja, fehlt da nicht etwas? Tatsächlich. Wir brauchen dringend, dringend eine Nahrungsstadt. Da sieht es ganz, ganz mau aus. Wir haben einen geringen Nahrungsmalus pro Runde. Und der ist auch nur deshalb so gering, weil wir die Bürger zweckentfremden hier in göttlicher Ski beispielsweise. Die Bürger könnten viel, viel produktiver arbeiten als Wissenschaftler. Stattdessen lassen wir sie als Bauern auf den Feldern oder besser gesagt als Fischer auf den Meeresfeldern schuften. Bringt herzlich wenig. Wir bräuchten dringend einen weiteren Kolonisator, eine weitere Einheit, mit der wir Städte errichten können. Und die würde ich dann wohin bringen? Vielleicht hierhin auf dieses Geländefeld, um hier eine weitere Stadt zu gründen für Nahrung. Ich bin mir nicht so sicher, ob wir so wahnsinnig Glück gehabt hatten bislang bei unseren Standorten, denn schaut euch das mal an, wo wir hier gelandet sind, auf diesem kleinen Kontinent hier, ganz schön kalt hier, bitterkalt, überall arktische Kälte, Schnee bedeckt, Tundra, Felder und arktisches Ödland ist hier, kein guter Platz, um Felder anzulegen, kein Grasland weit und breit, da haben es die anderen von der KI gesteuerten Nationen, Fraktionen vielleicht ein bisschen besser, schaut mal hier. Auf diesem anderen Kontinent, da ist es schön saftig grün. Die haben Flachland, tropisches Flachland. Zwei Nahrungspunkte pro Feld. Wenn man da eine Farm errichtet, sind es gleich drei Felder. Die haben keine Nahrungsprobleme. Das ist ein bisschen blöde. Tja. Ich klicke mal auf eine Runde weiter. Mal schauen, was wir in dieser Folge hinkriegen werden. Vielleicht können wir noch eine weitere Stadt gründen. Admiral James Held bietet uns offene Grenzen an. Nehmen wir alles an. Nehmen wir alles an. Kann die diplomatischen Verhältnisse nur verbessern und warum nicht? Klar. Die Stadt Wunderblume ist gewachsen, hat jetzt einen weiteren Bürger. Der wird vom Programm zugelost als Bauer. Ja, brauchen wir wahrscheinlich auch. Mal gucken, was passiert, wenn wir hier... Ja, wir können es das nicht leisten, ihn als Arbeiter einzusetzen. Können wir nicht machen. Das ist echt bitter. Nochmal eine Runde weiter. Wir forschen, wie ihr seht, weiterhin an den Titanplatten, an einer Rüstung, mit der wir unsere Einheiten stärker machen könnten. In göttlicher Schien, unserer Hauptstadt, da sind die adaptiven Bunkerwände gebaut worden. Das sind Verteidigungswälle. Jetzt haben unsere Einheiten einen Verteidigungsschutz, wenn sie angegriffen werden, von plus 50%. Sehr gut. Was könnten wir hier bauen? Ja, wir könnten natürlich eine Agrikulturanlage bauen, um die den Nahrungsausstoß zu verbessern. Ist aber irgendwie witzlos, denn das wollen wir ja gar nicht. Wir wollen ja gar keine Nahrungsstadt hier machen. Ich würde mal einen Kolonisator hier einstellen, um eine weitere Stadt zu errichten. Und was ich auch machen werde, ich werde hier mal eine der Einheiten, die wir noch haben, vielleicht die Schwächste hier, den einer Kolonialsoldat, mal rüberschicken in den Norden, denn die Wunderblume, unsere neue Stadt, die ist gar nicht richtig bewacht. Da müssen wir uns ein bisschen drum kümmern. Strahlender Stahl ist ebenfalls gewachsen. Sehr schön, ein weiterer Bürger. Und vielleicht können wir den ja wenigstens hier einsetzen. Für die städtische Produktion auch nicht so richtig. Alles nicht so
glorreich, dann haben wir außerdem noch Probleme mit den Mineralien. Bringt alles nicht sonderlich viel. Bei den Mineralien könnte ich ihn höchstens einstellen. Bringt auch nicht so viel. Als Bauer bringt auch kaum was, aber am ehesten noch etwas. Werde ich so machen. Und hier setzen wir jetzt weiter vor mit unserem Kolonialsoldaten. Genau. Und rüber an diesem Alienbau vorbei. Okay. Ein Forschungsabkommen möchten diese religiösen Fanatiker unter Führung von Lady Lilith Vermilion mit uns abschließen. Wollen wir uns mal anschauen, ob sich das lohnt. Wo sind sie denn hier? Haben eine ganz schwache Forschung. Unsere ist viel, viel besser. Die haben 2 Forschungspunkte. Das ist so ein vager Messwert. Wir 4. Na, also hab ich keine Lust drauf. Macht vorne und hinten keinen Sinn. Nee, tut mir leid. Ich muss mich entschuldigen, ihr hört es vielleicht, ich bin nicht gut bei Stimme mittlerweile seit fast 2 Wochen schon. Normalerweise ist meine Stimme viel, viel voller. Klar, es ist Winterszeit, mich hat aber auch etwas gepackt, etwas ganz, ganz Unappetitliches. Will ich euch gar nicht zu sehr ins medizinische Detail gehen, jedenfalls habe ich diverse gesundheitliche Probleme, die sich aneinander gereiht haben, die alle auf meine Stimme schlagen. Meine Stimme ist einfach nicht voll genug und ich kann's nicht ändern, habe aber auch keine Lust, hier wochenlang mit dem Video machen auszusetzen. Zum einen natürlich, vor allem einfach deswegen, mir würde die Decke auf den Kopf fallen. Mir macht das so einen Spaß, Video zu machen. Dann nehme ich mache einfach weiter. Aber ich produziere halt keine großen Videomengen auf Vorrat, sondern immer nur ein Video pro Tag. Und ich habe immer nur das vom nächsten oder übernächsten Tag halt auf Halde, dass ich euch dann zeige und hoffe, dass ich möglichst bald wieder besser dastehe mit der Stimme. Und dass ich dann auch wieder mit guter Stimme Videos machen kann. So, mit dem Kolonialsoldaten ziehen wir aufs Wasser. Hier ist der Former fertig und kann jetzt hier auf diesem Geländefeld eine Mine bauen. Brauchen wir auch dringend, genau. Neue Forschung, Titanpanzerung. Sehr schön. Schauen wir uns hier mal an. Bringt plus 50%. An Stärkepunkten auf die Grundstärke einer Einheit bringt. Leider sind die Einheiten dann auf 50% aufwendiger zu produzieren, ist aber so. Hier wollen wir hin zum Quantenphysiklabor. Das würde ich über die Quantisierung gerne freischalten. Bringt uns einen Forschungsbonus, brauchen wir dringend. Automatisierte Fabrik hätte ich auch gerne, bringt uns einen Produktionsbonus. Das sind die beiden, die ich ansteuern würde. Aber, wir haben ein bisschen Pech hier mit dem zufällig ausgewürfelten Tech-Tree. Wisst ihr ja, beim Start einer Partie Pandora sieht er immer anders aus, dieser Technologiebaum. Ist immer ganz hübsch, immer ein bisschen Aufregung, immer ein bisschen Spannung. In unserem Fall haben wir aber ein bisschen die Arschkarte gezogen. Zumindest zu Beginn ist nicht alles so wahnsinnig günstig. Wir können das schlecht beides gleichzeitig freischalten, um zur Automatisierung, also die sind beide freischaltbar halt hier über das strenge Regiment und den elektrischen Schiffsmotor. Beide brauchen wir im Augenblick aber eigentlich nicht, beide Erfindungen. Ich brauche im Augenblick kein Wasserfahrzeug und ich brauche auch keine Ausbildungsanlage für irgendeinen Bonus, einen Erfahrungsbonus bei der Produktion von Militäreinheiten. Interessanter wäre das hier noch, die Umweltverbesserungsanlage, denn wir haben hier eine Nation, eine Fraktion mit einem starken Umweltschutzmalus. Da wäre dieses Gebäude ganz schön, was einem 4 Umweltschutz, Verschmutzungsmali abzieht für jede Stadt, wenn lokal ein solches Gebäude steht. Aber damit können wir höchstens die Quantisierung freischalten, nicht aber die industrielle Automatisierung. Deshalb gehe ich mal hier rüber. Über das strenge Regiment und über den elektrischen Schiffmotor und werde dann beides andere freischalten. Okay. Einheiten befehligen. So, da können wir mit dem Kolonialsoldaten hier übersetzen und der kann dann auch unsere zweite Stadt bewachen. Wie sieht es eigentlich aus hier? Wir haben doch mit dem Kolonisator. Wie lange dauert es, bis wir einen neuen Bürger hier haben? In 4 Runden wird es der Fall sein. Können wir nicht langsam hier mal... Ach, ich mache das mal. Ich ziehe mal einen weiteren Bauer ab. Zu dem Arbeiter. Dann ist der Kolonisator in 6 Runden fertig. So wäre es in 5. Das bringt kaum was. Ja, das mache ich. 6 mal 3 sind 18. Das klappt auch mit den Mineralien. So müsste es. Vorrat. So funktioniert es. So machen wir das. Ja, sollte hinhauen. In 6 Runden haben wir einen Kolonisator. Ist okay. Ha, endlich stehen hier die
Verteidigungswelle in Butterblume. Sehr, sehr schön. Prima. Jetzt brauchen wir hier einen, können wir hier eine weitere Produktion einstellen. Und da ist es, denke ich, empfehlenswert, tatsächlich hier eine weitere Garnison zu bauen, nicht? Gehen wir mal rein in die Werkstatt, in den Einheitenbaukasten. Schauen wir uns die Garnison 1 an. Machen aus der eine etwas bessere Einheit noch. Ich verdopple die mal. Stell jetzt mal ein, was wir mittlerweile hier haben. Statt Stahlpanzerung eine Titanpanzerung. Okay. Hellfire ist, glaube ich, immer noch das modernste, was wir an Waffen haben. Ausrüstung immer noch defensiv auch das Beste. Klar, alles bleibt ansonsten, wie es gehabt war. Und die Garnison 1 wird zu einer Garnison 2. Okay. Und dann könnten wir den in der nächsten Runde einstellen. Aber ich warte damit noch eine Runde. Denn ich warte hier noch ab, bis das strenge Regiment fertig ist. Dann werde ich hier dann vielleicht doch ein solches Gebäude in Auftrag geben. Eine Ausbildungsanlage plus einen Rang für neue Einheiten. Denn in dieser Stadt hier, in Wunderblume, da lohnt sich das, glaube ich, doch. Denn das ist ja die Stadt, die wir auf die Produktion konzentrieren wollen. Und da werden wir viele, viele Einheiten bauen, denke ich. Okay. Ah, die ziehen ja aber massig hin und her. Mal schauen, haben die Gelben hier immer noch keine weitere Stadt gegründet? Nein. Mit denen sind wir ja auf einem Kontinent. Mal abwarten. So, das strenge Regiment ist fertig. Als nächstes werden wir dann wohl oder übel den elektrischen Schiffsmotor erforschen, um diese beiden anderen Technologien freischalten zu können. Und jetzt können wir auch hier in Wunderblume eine Ausbildungsanlage einstellen. Oh, die braucht aber lange. Die braucht aber ganz schön lange. Tja. Ist dann halt so. Gehen wir mal das kleine Risiko ein. Die adaptiven Bunkerwände der Verteidigungswall ist jetzt auch fertig in strahlendem Stahl. Was bauen wir jetzt hier? Das ist ja eine Mineralienstadt. Gar nichts. Gar nichts ist im Augenblick hier notwendig. Tja, könnten wir beispielsweise... Ja, das mache ich hier. Wir bauen ja tatsächlich gar nichts. Ich stelle einfach nur den Wohlstand hier ein, konzentrieren uns stattdessen hier auf die Minenarbeiter und werden dann hier noch ein bisschen dafür sorgen, dass der Mineralienhaushalt, dass der ausgeglichen ist. Okay. Eine Runde weiter. Hier finden diverse Kämpfe statt. Die Aliens, direkt bei uns in der Nähe, die werden angegriffen. Ach, schaut mal, der ist jetzt stark angeschlagen hier, die Xenomorph-Drohne. Bevor die möglicherweise ausheilt, wollen wir doch mal einer unserer Einheiten einen kleinen Erfahrungsvorsprung geben. Wollen wir mal schauen. Oh. So sieht das aus, mit Flammenwerfern. Ach, und das ist natürlich interessant. Wir haben durch diesen Angriff eine Technologie erobert von diesen Aliens, und zwar den Xenomorph Feromator haben wir freigeschaltet. Das ist eine Ausrüstung, mit der wir Aliens bei erfolgreichem Kampf umwandeln können in Verbündete. Die sterben also nicht, sondern wandeln sich um in Verbündete halt. Könnten wir tatsächlich demnächst mal bauen? Das merken wir uns mal. Ich wechsle mal tatsächlich in die Werkstatt. Wollen wir uns mal anschauen. Ich mache mal eine Dublette hier von der Garnison 2. Und dann stellen wir hier statt dem Deadlock-Ausweichfeld einen Xenomorph-Feromator an. Aber schaut euch mal die Stärkepunkte hier oben an. Autsch, sackt auf 2,5 runter. Das ist der Nachteil bei der Sache. Aber wäre natürlich eine Möglichkeit. Und wie nennen wir das hier? Wie nennen wir diese Einheit? Vielleicht Alien-Umwandler? Finde ich eigentlich ganz passend. Okay. Halten wir jetzt hier mal in petto. So, und der Former hier hat tatsächlich Mineralien, eine Mine gebaut. Sehr schön. Was können wir hier an anderer Stelle errichten? Wird hier irgendwas genutzt? Eigentlich nicht. Wir brauchen den Former gar nicht groß. Könnten hier schon mal anfangen, eine Straße zu bauen? Fragt ihr mich? Ja, wohin eine Straße? Ja, also wenn uns der hier im Norden nicht zuvorkommt mit seinem ersten weiteren Stadtbau hier, der gelbe Konkurrent... Wie gesagt, dann würde ich hier gerne eine nächste Stadt bauen.
Und da ziehe ich doch mal hier rüber. Oder ich fange schon mal an, hier eine Mine zu bauen. Wann wird das hier so der Fall sein? In 15 Runden? Ja, kann ich doch hier ruhig schon mal anfangen, eine Mine zu bauen. Und mit der Garnison ziehen wir jetzt zurück und heilen die aus. Das läuft in Städten immer viel schneller als auf dem freien Gelände. Außerdem haben wir da ja auch einen tüchtigen Verteidigungsbonus. Göttlicher Ski ist gewachsen. Sehr schön. Und die KI hat den neuen Bürger als Bauern, glaube ich, eingeteilt. Oder als Minenarbeiter. So kommen wir, glaube ich, heil über die Runden. So sollte es jetzt klappen. Mineralien und Nahrungsproduktion jeweils ziemlich ausgeglichen. Das sollte funktionieren. Okay. Ah, das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Was berichtet uns das Programm? Beunruhigende Berichte gäbe es von unseren Grenzen über große Xenomorph-Schwärme, die sich sammeln und die Gegend unsicher machen. Die Anzahl der Zusammenstöße mit außerirdischen Lebensformen wächst. Das ist gar nicht gut. Reagiert der Planet etwa bereits auf unser Eindringen, werden wir gefragt. Was auch immer der Grund für diese Entwicklung ist, wir sollten unsere Städte sichern und uns auf das Schlimmste gefasst machen. Offene Grenzen bietet die Lady Lilith Vermilion an. Und das nur in höflichem Tone klar wird gemacht. Jetzt, wo uns die Aliens demnächst bedrohen werden, da möchte ich doch möglichst gut dastehen. Wie gut, dass wir diese adaptiven Bunkerwände überall gebaut haben. Die sind, glaube ich, auch in jeder unserer Städte mittlerweile vorhanden, ja. Und militärisch sieht es auch ganz gut aus. Wir haben jeweils 3 Truppen in jeder unserer Städte. Ja, das sollte doch halbwegs hinhauen, oder? Wollen wir mal hoffen, dass es gut geht. Und auf den Former müssen wir ein bisschen aufpassen. Und natürlich hier auf den Kolonisator, der hier gegründet wird. Können wir es uns leisten, den hier hin? Da ist der Kolonisator. Vor allem, wenn wir den hier hinziehen, der zieht ja direkt an diesem Alienbau dann vorbei. Ups. Und auf dem freien Gelände? Da haben wir keine schützenden Wände für uns. Das ist natürlich auch nicht gut. Ich weiß nicht, ob das so klug ist, den jetzt loszuschicken. Ich glaube, da warten wir erstmal einen Moment ab. Ich werde erstmal noch eine weitere Einheit hier bauen, denke ich mal. Oder? Ja, das ist wahrscheinlich klüger. Eine Garnison 2. Stärke gegen biologische Einheiten. Das betrifft ja auch die Aliens. Plus 50%. Ein 3,5er ist er jetzt schon von der Kampfstärke. Ja. Müssten wir doch mindestens auf 4 oder 4,5 kommen. Das sollte sich doch eigentlich lohnen. Das mache ich mal. Ausbildungsanlage könnte ich jetzt bauen, aber lasse ich mal weg. Bringt plus 10% für jeden Erfahrungsrang. Bringt jetzt nicht so viel. Da stelle ich mal hier Garnison 2 ein. Ja. Die Frage ist sogar, war das so klug hier, die Ausbildungsanlage einzustellen? Ich mache doch jetzt auch mal hier die Garnison 2. Die ziehe ich mal vor. Okay. Autsch. Und hier ist die Nachricht, Wunderblume ist gewachsen und schon haben wir Probleme hier mit der Nahrung, weil hier ein Minenarbeiter automatisch eingestellt worden ist. Da stellen wir natürlich hier einen Bauern ein. Jetzt ist wieder alles im Lot. Ja, Barracuda Wasserfahrzeug ist erforscht. Das nützt uns im Augenblick richtig viel. Danke, danke, danke. Tja, was machen wir mit diesen Aliens? Ich ziehe erstmal vorsichtig hier hin. Und bin ein bisschen versucht, hier vielleicht vorzuziehen und die Alien-Bauten selber zu säubern. Na, ich mache was anderes. Ich werde erstmal hier hinziehen und mal auf Jagd nach diesem Skite gehen. Puh. Ich weiß nicht. Ich mache mir ein bisschen Sorgen, dass Greenpeace-Aktivisten vielleicht meine Videoreihe gucken könnten. Dass ich bitterböse Briefe von denen bekäme, das wäre gar nicht gut. Naja. Forschung auswählen, wo wollen wir hin? Ja, Quantenphysiklabor, industrielle Automatisierung, macht beides Sinn. Ich gehe mal auf das untere, ist eigentlich Pott wie Deckel, wie man bei mir im Rheinland sagt. Okay.
So, hier wird eine weitere Mine gebaut. Jetzt ziehen wir rüber und heilen aus. Bald möchte ich auch den Kolonisator hier losschicken. Hohe Umweltverschmutzung. Eine weitere Textmeldung. Erstaunlich, sagt das Programm. Wir haben es doch tatsächlich geschafft, alle unsere Umweltverschmutzungsrekorde von der alten Erde zu brechen. Die Kolonien ächzen unter dem Smog, die Straßen sind kniehoch von Müll und Abfall bedeckt und die eingeborenen Lebensformen sterben rasend schnell aus. Wie schade. Wir wissen wirklich zu gut, wie wir mit einem Planeten umzugehen haben. Soll uns ein schlechtes Gewissen verschaffen, dieser Text? Uns natürlich nicht, denn wir führen ja diese industriellen Fraktionen, die bekannt sind für ihren besonders schonungslosen Umgang mit der Umwelt. Das trifft uns nicht. Das prallt an unserer Amoralität ab. Ein Gegner wurde gesichtet hier. Tatsächlich, das ist ein Gegner. Ach, den wollen wir doch mal gleich vorbeugend angreifen. Mit dieser Einheit hier, unserer stärksten. Prima. Sehr schön. Ein weiterer Bürger hier. Und, wo hat er sich denn zugewiesen, frage ich mich. Achso, bei Arbeiter. Na, kann man es auch nicht leisten. Ich muss den leider hier hinstellen, zum Bauern. Alles ein bisschen doof. Wie sieht es im weltweiten Vergleich aus? Wir sind noch immer halbwegs gut in Sachen Militär. Auf einem Mittelplatz Forschung stehen wir gut da. Ich traue mich immer noch nicht, den hier loszuschicken, den Kolonisator. Jetzt haben wir eine weitere Garnison hier. Sehr schön. Sollen wir noch einen in Auftrag geben? Durchfüttern können wir die ja. Plus 5 an Credits. Eine Garnison hat nur plus 1 an Unterhalt. Können wir machen. Das mache ich mal. Doch, doch. Und wenn wir dann mehrere Einheiten haben, dann können wir den auch losschicken, den Kolonisator. Oder könnte ich das jetzt schon machen? Wer weiß. Na, ich warte noch ab. Ich baue noch einen weiteren. Oder können wir hiervon einen rüberschicken? Könnten wir auch machen, ne? Ja, das mache ich mal. Ich schicke hier... Wann ist denn hier denn? Ach so, hier ist gar keiner. Hier wird ja gar keiner konstruiert. Na, das ist mir alles ein bisschen zu wackelig. Obwohl, wenn die von diesem Alienbau hier losziehen, dann eher Richtung Norden, denke ich mal, ne? Ich denke schon. Dann schicke ich mal hier den hier. Einen etwas schwächeren, den Kolonialsoldaten. Den ziehe ich hier mal rüber. Okay. Und, dann ziehe ich mit der Garnison 2 hier hin. Und hier mit der Garnison 1 ziehe ich hier hin. Und mit dem Kolonisator, okay. Jetzt haben wir noch eine Xenomorph-Drohne und einen Kolonialsoldaten. Reicht das? In 4 Runden ist die nächste Garnison. Können wir doch ruhig noch ein bisschen Risiko eingehen, oder? Ich denke schon. Ich glaube, dann schicke ich noch einen mit. Diesen Kolonialsoldaten hier, den schicke ich mit. Okay. Und die Garnison hier? Was war mit der? Der bleibt da erstmal. Da ist der Ellenbaum mehr zu sehr in Nähe. Die bleiben da alle stehen. Okay, war's das? Ja. Eine Runde weiter. Autsch, seht ihr? Da kommen die tatsächlich angedackelt hier. Diese Aliens, diese Xenomorph-Drohne. Kommt rüber zu dieser Stadt. Tja, machen wir mal ab. Die greifen uns sicher an. Müssen wir nicht selber aktiv werden. Den Frommer hier, den könnte ich auch mitschicken. Naja. Ich warte erstmal ab. So, dann ziehen wir hier mal los. Mit allen Mann, mit allen Truppen hier ziehen wir los. Okay. Und der Former hier, achso, der untätig. Was könnte er hier machen? Steht ja schon eine Mine? Steht schon hier, nicht, ne? Ja. Tja, was könnte der machen? Soll man den vielleicht doch mitschicken? Ich schicke den mal mit. Oh, keine Bewegungspunkte mehr. Na, dann halt nicht. Oh
Oh, wir kommen aber hier. Die sind wieder weggezogen hier, diese Aliens wieder Richtung Norden. Hier kommt unten eine Alien-Einheit. Ah, wir müssen ein bisschen aufpassen. Ich hoffe, keine von diesen Monster-Einheiten, diesen riesengroßen, kommen hier vorbei. Das wäre echt übel. So, dann schicken wir mal den Kolonisator hier vor. Ah, wir schicken mal alle vor. Und auch den Former hier. Okay. Die Garnison bleibt hier drin. Tja. Nochmal ein Zug weiter. So, jetzt wollen wir mal schauen. Jetzt wollen wir mal schauen, wie es hier aussieht mit der Garnison 2. Zieh ich mal wohin? Hier hin. Aha. Jetzt wollen wir uns mal anschauen, was hier alles vorhanden ist. Ouch. 6 Einheiten auf einmal. Das ist eine ganze Menge. Das ist eine ganze, ganze Menge. Was passiert, wenn wir den hier angreifen würden? Oh, der wird komplett draufgehen. Warum? Ah, Alienbau. 50% Kampfstärke. Die sind in ihrem Bau. Das heißt, wir können nur versuchen, den Bau zu umgehen. Oh, und? Der ist noch nicht mal ausgeheilt. Das ist natürlich auch blöde. Ja, dann mache ich das so. Dann ziehe ich. Dann machen wir einen Bogen. Genau. Schicken wir die alle hier im Norden drumrum. Okay? Ja. Wartet eine Runde ab. Die auch alle eine Runde überspringen. Ach so, der wurde hier angegriffen. Deshalb ist er beschädigt. Habe ich gerade verpasst. Kleines Abenteuer, auf das wir uns da eingelassen haben. Oh, hoffentlich geht das gut. Hoffentlich geht das gut. Wenn es gut geht, dann werden wir in der nächsten Folge die nächste Stadt gründen. Die 4. wird es dann schon sein. Wenn es nicht gut geht, tja, dann werden wir ein paar Heldenbegräbnisse feierlich durchführen. Und eine Schweigeminute einlegen. Mittendrin in der nächsten Folge, nämlich dann, wenn die alle hier hops gegangen sind. Und werden diese Soldaten, diese tapferen Helden, in guter Erinnerung bewahren. Wenigstens etwas, was ich diesen Männern, die ich hier ins Verderben schicke, versprechen kann. Einen Heldentod. Bis dann, macht's gut, tschüss.